Seid gegrüßt, liebe Pokémon-Fans. Und weiter geht's hier natürlich mit Super Rumble Pokémon. Ja, wir sind hier in der Hauptstadt. Ich werde mich mal kurz durchbuffen. Ich mache das immer wieder gerne, auch wenn ich voll gebufft bin. Mache ich das gerne wieder mal. So, denn ich weiß ja nicht, wie es aussieht mit den anderen Viechern. Das weiß ich gar nicht. Zählt das auch? Habe ich bis jetzt noch nie versucht, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Ja, im letzten Part haben wir uns auf jeden Fall dieses Kampfschloss hier angeschaut, ne? Das haben wir eigentlich ganz solide auch gemeistert, muss man schon sagen. War aber auf jeden Fall was ganz Neues, ne? Nicht immer dasselbe mit diesem selben Prinzip von den Stages. Das war hier etwas bisschen anderes. Und da wir das auch gut gemeistert haben, ist nun endlich auch dieser Weg hier frei. Und da möchte ich auf jeden Fall mal weiter laufen hier. Oh, da sind ja wieder diese drei Typis. Sag bloß, du bist auch auf der Suche nach dem großen Lichtbrunnen? Auf dem Weg dorthin lauern viele Gefahren. Du solltest dir also besser ein paar starke Gefährten zulegen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, danke, 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 danke. Jo, ich soll mir auf jeden Fall ein paar Gefährten hier besorgen. Damit meint er natürlich, dass ich hier mal hier oder mal hier reingehe und mir halt schöne Pokis zulege, die ich später hier auch schön einwechseln kann. Apropos Pokis, man kann früher oder später auch legendäre Pokémon auch einsetzen. Also früher oder später kann man das auf jeden Fall, aber wir sind jetzt noch ganz, 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 ganz am Anfang. Und das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, dass wir da zum ersten Mal was Richtiges auch haben. Was hier, was ist mit denen hier? Ah, stimmt ja, der bringt uns wieder zur Stadt. Genau, direkt zur Oststadt, dass wir nicht viel laufen müssen, ne? Wir müssen uns ja, sag ich mal, ein bisschen sputen auch hier. Und dann wollen wir mal reingehen hier ins Getümmel. So, hallo guter Mann. Aha, okay, gut. Ja, ja, ist okay. So. Das sind wir. Waldbereich. Jo, den Waldbereich haben wir schon ein paar Mal gesehen, hier ein bisschen mit Nebel wieder. Aber sonst ist das eigentlich dasselbe. Knilz, das ist doch ein Knilz hier, oder? Das ist doch ein Knilz. Doch, unten steht es ja, Knilz, perfekt. Geh mal her damit. Oh, 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 wo kommen die da alle her? Mensch, Jungs, was los hier? Boah, haben die eine Reichweite? Die haben eine richtige große Reich... Alter Schwede, ziehen die mir viel ab. Was war das denn? Wir sind... Ah... Baumball. Ja, manchmal erkenne ich die nicht sofort, weil die halt so klein sind und eckig. Deswegen erkenne ich die nicht sofort. Aber hier, Knilz, Knilz, sieht man sofort, dass das ein Knilz ist. Ein guter alter Knilz. Komm her. Ja, sehr schön. Da haben wir auch den ersten Knilz hier gefunden. Was? 401? Nice. Also wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So. Nächstes Level. Nächste Ebene. Nochmal hier Knilzpower. Boah, ich glaube, ich muss gleich wechseln. Die hauen schon doch ganz gut zu. Oh, da ist ein nächster Knilz. 423. Wow. Oh, wow, wow, wow. Driftlorn. Oh, nice. Mag ich. So ein kleines Halloween-Pokémon, ne? Kann man schon nennen, oder? So ein kleines Halloween-Pokémon ist das schon. So, komm her. Juhu. So, sehr schön. Geht doch. Nein, 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 nein. Hallo? Okay, perfekt. So, ich möchte jetzt aber gleich... Also beim Bosskampf werde ich auf jeden Fall, oder sogar davor vielleicht, hier auswechseln. Ein paar Auswechselspieler hier rausholen. Guck mal, mein Viech schwitzt sogar. Das heißt, glaube ich, aufpassen, ich sterbe gleich. So, nehmen wir mal hier den guten alten Knilz. 423er hier. Drehen ihn auf und er ist startbereit, wie noch nie. So, Moinchen. Aber es ist nicht wichtig, wie hoch die Zahl ist. Es ist auch wichtig, was für Attacken die haben. Ne? Das ist auch ziemlich wichtig. So, sehr schön. Aber trotzdem, die Zahl ist halt so, ne? Wenn man sieht, oh, gegen meinen eigenen Brüder kämpfe ich jetzt gerade. Und Schwestern. Brüder und Schwester, tut mir leid, aber ich muss hier leider weiterkommen.
Denn ich muss das Böse hier besiegen. Und da gehört ihr leider mit dazu. So. Oh. Was war das denn? Oh. Ach, das ist so eine Spirale, die Dinger werfen hier. Okay. Oh, da ist ein... Juhu. 360, nun gut. Muss ja nichts heißen, wie gesagt. Es kann sein, dass das eine verdammt geile Attacke hat. Zum Beispiel diese Spirale. Boah, ich muss wechseln. Auswechselspieler. Komm hier so ein Wurmball. Beziehungsball. Boah, das ist doch mal hier eine fette Reichweite, oder? Einfach alles mitnehmen. Wow, One-Hit oder was? Muss ich jetzt mal gleich mal testen. Warte mal kurz. Boah, alle auf einmal. Das ist One-Hit. Ne? Schaut zu, Leute. Zack. Obwohl das eigentlich schwächer ist als das davor, das Viech, ne? Ist aber halt die Attacke sehr effektiv. Boah, das ist echt hart. So, hier haben wir nochmal einen Kollegen. Ein Kniedels. So. Ich gehe extra hier komplett durch, ne? Warum nicht? Es läuft eigentlich ganz gut. Und es schadet ja nicht, dass man ein paar Gefährten mehr mitnimmt. So, sehr schön. Denn man kann später ja 7 gleiche gegen ein, gegen ein anderes eintauschen. Also gegen die nächste Entwicklung. Haben wir ja schon mal in einem Part gesehen, glaube ich, Part 6 oder so. Ne, Quatsch, Part 8, 9, glaube ich, war das. So. Ja, dann wollen wir mal hier weiter. Boah. Trifft Lorne. Nicht mit mir. Alter Schwede, was ist das denn? Bibor? Boah, das ist ein Bibor. Boah. Ablöse. Das war ein Bibor. Der sieht nice aus. Ich weiß gar nicht, ob man hier Shiny-Sachen auch sammeln kann. Das wäre ja auch ziemlich nice, ne? Also so einfach mittendrin so ein Shiny-Bibor. In eine grüne Variante zum Beispiel. Aber ich glaube, das gibt's hier nicht. Obwohl das eigentlich gar nicht mal so schlecht wäre. Aber gut. Vielleicht für den nächsten Teil der Rumble-Arena einfach mal Shiny-Pokémon reinhauen. Juhu. So, sehr schön. Aber kein Bibor. Komm, ein Bibor möchte ich haben. Bitte ein. Wieso heilt er sich die ganze Zeit? Ist das seine Fähigkeit, dass er sich die ganze Zeit hier heilt? Ist ja voll Imber. Komm, oh Mensch. Der heilt sich die ganze Zeit hier, der Kollege. Muss man gleich mal lesen, was der so... Warte mal. So. Hier steht's. Er zieht dem Ziel KP. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier so drauf haue, kriege ich von den Gegnern, sag ich mal, seine KP zurück. Das meinte ich mit besonderen Attacken. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, die Attacke. Die ist ziemlich geil. Blutsauger, ne? Hammerhart. Hammerhart. Sehr nice. Eigentlich ziemlich imber, wenn man so gerade so viele Gegner auf einmal hat. Aber gut, wenn die viel Aua machen auf einmal, ne? Bringt der beste Blutsauger auch nichts. Oh Mensch, ich möchte schon hier gerne mal wieder ein Pokémon einsammeln. Ja, was denn los hier? Teddy, Mensch. Oh, Boss-Level. Aber gut, voller HP, fast voller HP. Aber reicht auf jeden Fall aus. So, dann schauen wir uns mal den guten alten Boss hier an. Werde größer und größer und größer. Doch ich zerschmetter dich und dann wirst du ganz klein. Elfon, okay. Juhu. Oh, alter Schwede. Was war das denn? Wieder so eine Special-Attacke, die einfach 80 Kilometer ausreicht. Boah, raus hier. Ich muss echt hier abhauen. Das ist nicht zu spaßen hier. Gib mir eure HP. Juhu. Sogar einkassiert. Nein.
Ja, ich fühle mich auch, mein Freund, nicht mit mir. Oh, ich muss hier weg. Aber meine KP sieht eigentlich ganz gut aus, weil ich den Boss hier haue und dann kriege ich von ihm ja noch ein paar KP-Reste. So. Oh, jetzt wird's gefährlich. So. Wen nehmen wir da am besten raus wieder? Gute Frage, nächste Frage. Nochmal so ein Blutsauger. Und der hat Käferschutz, der hat keinen Käferschutz. Dann nehmen wir den mal. Ne, der ist ein bisschen schwächer. Hat aber hier so einen Käferschutz. Nein, ich bin verwirrt. Verwirrung. So. Yeah, nochmal so ein Teil, danke. Boah, ich muss da weg. Ja, diese kleinen Viecher hier nerven auch, ne? Muss man schon sagen. Boah, was war das für eine Münze hier? Yeah, geschafft. Bitte, 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 das Viech will ich auch. Nein! Aber halt so eine Power-Münze hier. Schade. Diesmal kein Glück mit dem Endboss. Muss man ein paar Mal versuchen. Dafür ist die Stage auch da. Die haut ja nicht ab. Das heißt, wenn man sieht, oh, die Stage war nicht so jetzt mein Ding, ne, versucht man halt das Ganze nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Muss man sowieso machen, wenn man halt 7 gleiche Pokis sammeln möchte, um später was Besseres einzutauschen. Ne? Soll man das sowieso machen. Ein Knilz, 2 Knilz. 3 Knilz, so wenig. Hier müssten wir eigentlich nochmal durch, ne? Ganz ehrlich. Einmal müsste ich da nochmal durch. Um mal ein bisschen mehr einzusammeln. 3 von 10. Das ist nicht gut. Das ist echt schlecht sogar. Überhaupt nicht mein. Ne, hier müssen wir nochmal durch. Tut mir leid, Leute. Hier müssen wir auch nochmal durch. Denn ich will ja nicht einfach durchrushen, das Ganze. Doch schon irgendwie ein bisschen Meister. Da, wo wir jetzt nicht alle Pokis eingesammelt haben, da werden wir natürlich auch mal vorbeischauen wieder. Ne? Denn ich will auf jeder Stage, sage ich mal, wenn es geht, 10 von 10 Pokis haben. Und doppelt ist, wie gesagt, nicht schlimm. Die kann ich mir später... Kann ich später eintauschen. Und das ist ja auch nicht verkehrt. So. Oh, weg mit euch. Einfach so mittendrin. Zack. So, wenn man das mit ein bisschen Kombinations... Mit einer Kombination macht, dann kann man hier dauerhaft, sage ich mal, ganz gut rauskommen mit einem Poké, also mit Blutsauger natürlich. Solange der Gegner nicht zu viel Schaden macht, ne? Das ist ja die Voraussetzung. Wenn er, sage ich mal, mit einem Schlag uns die Hälfte von der HP wegkaut, bringt uns auch die beste Genesung, nicht? Wo ist? Oh, hier ist nichts, okay. Ich möchte unbedingt einen Bibor. So, zack. Irgendwie sieht es gerade nicht so gut aus mit neuen Pokis. 3 von 10. Ich glaube, das bleibt auch 3 von 10 irgendwie. Hallo, was Neues möchte ich gerne haben. Mensch. Vielleicht den Boss. Vielleicht kriege ich den Boss. Oder den Bibor. Bibor hätte ich auch Lust. So. Nächste Stage. Juhu. Ja, Hallöchen. Da bin ich hier wieder. Na, meine Freunde. So. Nur Knilz. Ich glaube, ich habe dauerhaft Knilz-Power. Aber auf Knilz habe ich jetzt nicht so die Lust. Ich glaube, ich habe von Knilz schon sogar 6-7 Stück. Ja, ich muss schon mal auswechseln. Das ist doch Käse hier. So, nehmen wir mal hier. Jo, warum nicht? Habt Kopfnuss und Kanon, okay? Nehmen wir den guten alten hier. Oh, Mensch, Leute. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt ein bisschen hier. Juhu. Ja, sehr schön.
Sehr schön. Wow, 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 wow. Leute. Boah, das ist geile Reichweite. Ich liebe Attacken mit einer größeren Reichweite. Juhu. Geil. Der eine hinten ist verwirrt. Läuft aus dem Bezirk. So, ich schnapp ihn mir und lauf nochmal hier runter. Oh, da ist ja noch Frischfleisch. Frischfleisch für mich. Ich finde das Pokémon sehr schön. Also das, was ich im Einsatz hier habe. Es fasst sich jedes Mal an die Hose und zieht die Hose hoch. Sieht man jetzt hier leider nicht, ne? Aber kennt man aus dem Anime. Zieht sich ja immer wieder die Hose hoch. Weil die immer rutscht. Hat sich der leider eine Nummer zu groß geholt, das Ganze. So. Oh. Sah ich nicht so gesund aus. Nehmen wir mal hier Blubber. Ah, Blubber nur. Oh! Knofenser habe ich. Krass. Das kann Knofenser. Nein, nicht ihn. Oh, nur eine Attacke. Nehmen wir mal hier. Smetbo. Wieder am Smetbo mit Smetbo hier unterwegs. So. Blub, 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 blub. Na, Leute. Boah, Smetbo ist noch immer nice. Macht schönen Schaden hier. Yeah! Das erste Driftlohn haben wir soeben gefunden. Sogar einschläfern klappt hier sauber. Ja gut, die Reichweite ist so ein bisschen ja komisch, ne? Da muss man schon ein bisschen damit kalkulieren, dass man ein paar Schritte nach hinten geht und dann das gute Ding trifft. Hier, zack, noch eins. Sehr schön. Wow, was ist hier los? So, komm. Juhu. Also Münzen haben wir sehr viele. Man kann ja auch später irgendwie einsetzen, ne? Für einen Poki, dass man was Schönes kaufen kann. Aber da braucht man echt viele Münzen, wie ich das so... Oh, Bibor! ...gesehen habe. Smetbor vs. Bibor. Mist. Schade, wieder kein Bibor. Leider, leider, leider. Hier muss man irgendwann mal nochmal drauf. Aber gut. Wie gesagt, man muss schon, wenn man bestimmte Pokis haben möchte oder generell alles 100% spielen möchte, dann muss man hier schon mal ein paar Mal rein. Ist halt so. Da gibt es keinen Ausweg. So. Boah, krass. Das macht so einen krassen Schaden. Das war knapp. Das war echt wirklich jetzt knapp. Nein, 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 nein. Ablöse. Dann lösen wir ihn mal ab. Was war das für eine Attacke? Gegenstoß, okay. Hier Windstoß nochmal. Sehr schön. Zweimal und das Ding ging down. Ah, diesmal wieder nix. Naja. Soll es halt irgendwie nicht diesmal sein. Da kann ich auch nichts für. So, dann gehen wir mal hier fix raus. Plupp. 91. Jo, haben wir auf jeden Fall hier ein paar neue Gesichter. Und sogar ein Top-Ding. Das haben wir auch gerade im Einsatz gehabt. Das ist das hier. Wo ist das? Das hier. Ne? Gegenstoß. Auflockern.
jeden Fall sehr nice. Nun gut, wir werden uns vielleicht im nächsten Part nochmal hier, würde ich mal reingehen. Nur einfach so, weil hier noch ein paar Sachen auf jeden Fall noch fehlen. Safcon sehe ich hier gerade, ist auch nicht aufdeckbar. Ja, wenn wir uns auf jeden Fall mal anschauen, ne, klar, soll man ja auch schön alles durchmeistern hier das Ganze, um später nicht große Probleme zu haben, ne. Gut, dann würde ich mich wieder verabschieden. Falls euch dieser Part gefallen hat, bitte bewertet ihn, würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall nächstes Mal. Bis dahin, euer Sakatis.